Servus und willkommen bei mir zurück hier auf dem Kanal in Seoul. Und ich sitze auf dem Sofa und habe eine Menge Mandarinen, nein, Orangen waren es, Orangen weggespachtelt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, im Mai Orangen? Ja, in Korea gibt es im Mai Orangen. Das ist alles etwas anders hier. Auch im Supermarkt ist alles anders. Und ja, ein koreanischer Kühlschrank sieht im Prinzip eigentlich auch anders aus. Also der Inhalt, nicht das Gehäuse an sich. Wobei, da gibt es auch Unterschiede, könnte ich eigentlich auch mal bringen. Aber ich glaube, mein Kühlschrank ist jetzt kein gutes Beispiel. Das schaut eigentlich sehr, eigentlich europäisch langweilig aus. Also jetzt nicht hier besonders viel koreanischer Unterschied. Aber wo es einen koreanischen Unterschied gibt, das ist natürlich im Supermarkt. Wenn ich in einem anderen Land Urlaub mache, dann liebe ich es immer, irgendwie in den Supermarkt zu gehen. Weil da sieht man dann wirklich so kulturelle Unterschiede, gerade was es an Essen gibt, wie Supermärkte aufgebaut sind. Und ja, auch in Korea gibt es Unterschiede und am Anfang habe ich echt gestruggelt, das zu finden, was ich immer wollte. Und Preise. Ja, sie sind teurer. Ja, es sind Unterschiede. Und, sollte ich rausschneiden, oder? Alles okay, ihr geht's gut. Auf jeden Fall sollten wir uns mal einen Supermarkt zusammen anschauen und da dachte ich, heute nehme ich euch mal mit und zeige euch einen typischen koreanischen Supermarkt. Let's go! Ich bin jetzt auf dem Weg zum Supermarkt und nehme euch mit. Ausführung gibt es dann wirklich Instant Nudeln. Ich habe das Video jetzt erstmal in drei Kategorien eingeteilt. Was für Supermärkte es gibt, wo es die Unterschiede zu Deutschland gibt und der letzte, wahrscheinlich der interessanteste, die Preise. In der Regel tun sich jetzt deutsche Supermärkte und koreanische von der Optik und von der Darstellung nicht sehr viel unterscheiden. Es gibt natürlich diese ganz, ganz günstigen, wo es aber rein theoretisch nur ja, koreanische richtige Basis-Produkte gibt. Das heißt von No Brand und sie sind eigentlich sehen sie aus wie eine Lagerhalle, also noch minimalistischer als ein Aldi oder ein Lidl und sind im Prinzip da auch einzustufen. Sie sind aber dafür ganz günstig, aber es gibt von allem halt das Nötigste, also keine großen Unterschiede. Dann gibt es natürlich ganz normale, wie der Hanaro-Markt. Das sind große Supermärkte, die sind auch noch gut sortiert, da kriegst du alles Mögliche, sind gigantisch und auch richtig normalen Preis. Und dann gibt es noch die Luxusversionen. Die gibt es natürlich dann auch von Lotte. Das ist eine große Firma hier in Korea. Die monopolisiert im Prinzip eigentlich fast alles. Den gehört alles. Also ja, auch der Vergnügungspark Lotte World, den gibt es auch von denen. Und der größte Tower, den es momentan in Korea gibt, den ist seit 2016, der ist ja fertiggestellt worden. Der höchste Tower von Korea und von der Firma Lotte. Und Lotte hat natürlich dann auch so exquisite, super Premium-Supermärkte, wo sie ja auch Produkte haben, wo sie aus dem Ausland raus importieren und somit auch sehr viel deutsche Produkte, was ich natürlich sehr liebe, weil heimisches Essen ist natürlich immer Heimat und Gewohnheitstier und zwischen koreanisch freue ich mich auch immer, deutsches Essen zu essen. Und das war dann schon extremst, die Preise sind da aber auch schon viel, viel, viel höher. In der Regel sind koreanische Supermärkte genauso aufgebaut wie auch deutsche. Man kommt rein, man findet dann sofort gleich die Gemüse- und Obsttheke. Und das Erste, was man da natürlich gleich sieht in Korea, ist Plastik.
Man wird da wahnsinnig, man wird da echt wahnsinnig. Ich kenne das ja auch schon von Japan, dass sie alles in Plastik einwickeln. Und hier in Korea ist es leider auch das Gleiche. Ich habe sogar richtig schöne Mehrwegsäcke aus Deutschland mal mitgebracht, wo man dann halt zum Beispiel Gemüse oder Obst dann keine Plastiktüten braucht zum Abwiegen. Aber das meiste ist hier wirklich portionsweise kriegt man schon. Also man kann einfach nicht sagen, man möchte jetzt 5 oder 6 Kartoffeln. Man kriegt es meistens dann in Kilopaketen schon und die sind alle immer eingepackt. Und diese Plastikflut übernehmen sie wirklich komplett. Also es ist schwierig, da nicht wegzukommen. Ich versuche immer plastikfrei so gut wie möglich einzukaufen. Wir haben hier in der Nähe von unserer Wohnung einen kleinen Gemüsehändler, aber auch der tut sehr viel gerne einwickeln. Und somit ist wirklich alles eingepackt in Plastik. Die Plastikflut in diesem Land ist wirklich gigantisch, was es in der Gemüse- und Obsttheke angeht. Und ich hoffe wirklich, dass sie davon mal weggehen. Also Plastiktüten an der Kasse zum Tragen kann man nicht mehr kaufen. Das ist aufgrund der Umweltbestimmungen gecancelt worden vor ein paar Jahren. Aber das ganze Gemüse ist immer noch in Plastik eingepackt. Und das stresst mich so ein bisschen. Aber ich versuche es so gut wie möglich zu umgehen. Ist aber fast nicht möglich. Das Wunderschöne ist bei den Obst- und Gemüsetheken ist, in jedem koreanischen Lebensmittelladen, das heißt eigentlich egal, welche Kette, welche Preisklassen diese Supermarktkette hat, man findet jedes Mal einen sogenannten Zero Waste bzw. einen Too Good To Go Box. Und da sind dann immer Lebensmittel drinnen, die eigentlich kurz vorm Verfall sind, die vielleicht kleine Schönheitsmarken haben und die gibt es dann wirklich für 30%, 40%, 50% günstiger. Und somit habe ich jetzt auch heute meine Orangen gekauft, da habe ich, oh Gott, wie viel waren das? Ja, das waren echt viel. Das waren 2 Kilo Orangen für 10.000 Won. Sind so knapp 8 Euro. Und ja, 2 Kilo Orangen für 8 Euro. Ihr seht schon, zu den Preisen am Schluss, da werdet ihr noch euren Spaß haben. Ich liebe auf jeden Fall diese Zero-Waste-Sachen, weil erstens, sie sind noch top. Die sind sogar in meinem Kühlschrank dann sogar noch 4, 5 Tage top. Und sie gibt es einfach günstiger und man muss sie nicht wegschmeißen. Ich liebe diese Zero-Waste-Boxen und die gibt es in Korea schon seit ich hier bin. Also seit ich das erste Mal in Korea war, 2015, sehe ich die, kenne ich die und über die bin ich auch sehr dankbar. Und habe schon von meinen Freunden jetzt aus Deutschland gehört, dass hier und da manche Supermärkte das jetzt mittlerweile auch schon anbieten. Go for it, finde ich echt super. Das nächste ist natürlich, was es in Korea auch gibt, sehr viel koreanische eingelegte Side Dishes. Also koreanische Meals sind ja nicht so wie in Deutschland, da hat man Fleisch oder einen Fisch oder Gemüse und Nudeln und dann noch vielleicht einen Salat dabei und dann hat man ein Dinner. Sondern in Korea ist es wirklich so, dass du ganz viele Side Dishes, verschiedene Side Dishes zu einem eventuell etwas größeren Main Dish hast. Und diese Side-Dishes sind wirklich viel Aufwand und Arbeit zu machen. Also ich bewundere da immer meine Schwiegermutter, die sitzt da tagelang in der Küche und die hat dann wirklich ihren Kimchi-Kühlschrank dann voll damit. Und ja, ein Kimchi-Kühlschrank. Koreaner haben 2 Kühlschränke, aber dazu gibt es demnächst mal ein Video. Und diese, da nicht die heutzutage mittlerweile nicht mehr so viele Zeit haben, so viel persönlich herzustellen, gibt es diese Side-Dishes auch überall zu kaufen. Es gibt sogar extra Shops, wo man so nur Side-Dishes kaufen kann. Und auch diese Side-Dishes gibt es dann überall in Korea in Supermärkten zu kaufen. Und sie werden dann auch frisch dort zubereitet. Man sieht es dann meistens auch, dass dann jemand da ist, der das gerade frisch verpackt, frisch zubereitet. Yes, und das ist dann halt einfach zum Zeigen, wie frisch es ist. Logik. Und natürlich gibt es auch da, wie man in meinem einen Sushi- bzw. Gimbap-Video von den gesehen hat, das ich hier einblende, oder beziehungsweise oben im X, das werdet ihr den Link bekommen, da gibt es natürlich dann auch Sushi-Variationen bzw. Gimbap-Versionen, die man hier frisch zubereitet, auch so als Snack mit nach Hause nehmen kann. Und ich kann leider keinen Fisch essen, aber es sieht super lecker aus und super frisch. Das nächste, was natürlich dann sehr stark auffällt, ist, es sind natürlich alles Produkte, die man in der Regel so von zu Hause nicht kennt. Also klar ist logisch, es gibt auch irgendwo dann mal ein Regal, da gibt es so 2, 3 Pastasorten oder es gibt auch mal Brot. Als Deutscher
Rauchverbot. Das ist halt einfach unser Kulturerbe. Und das ist in Korea echt etwas mau. Die haben eigentlich fast nur Toast oder dieses Gummibrot, was man aus Amerika kennt oder auch in Japan. Und deswegen backe ich zu Hause eigentlich mein eigenes Brot. Aber das Toast ist gut. Es gibt dann schon westliche Tendenzen, aber wenn man zum Beispiel einfach mal denkt, so ja, ich hätte jetzt gerne eine Dose Tomaten oder Tomatenmark. Nee, ganz knicken. In einem somalen Supermarkt gibt es sowas nicht. Also es gibt dann in High-Fashion-Supermärkte eventuell mal eine Dose gehackte Tomaten. Die kostet dann aber auch gleich so 2-3 Euro. Ansonsten muss man online nach Tomatenmark und so kaufen. Und die sind auch richtig teuer. Also man muss da wirklich sagen, man kann halt natürlich, ist auch logisch, sehr viel mehr Koreanisches kochen. Und dafür gibt es in Hülle und Fülle alles Mögliche. Also wenn man Sojasauce haben will, ich stehe meistens wie der Ochs vorm Berg und habe keine Ahnung, welche Sojasauce ich kaufe. Ich habe in den 4 Jahren, glaube ich, schon 6-7 Sojasoßen ausprobiert und die schmecken wirklich unterschiedlich und habe schon meine Favorites rausgefunden und welche ich nicht nochmal hole. Einer meiner absoluten Lieblingspilze sind zum Beispiel diese hier. Ich habe wieder mal den Namen vergessen. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißen. Aber sie sind langstielig. Wir nennen sie immer die langstieligen Pilze. Mein Mann sagt mir den Namen, ich vergesse ihn immer. Und sie sind super lecker, wie auch die sehr, sehr großen Pilze hier. Also auch die sind ein richtiger Genuss und ich habe die richtig lieben gelernt. Und das ist halt auch mal schön. Ja, man hat das Einheimische nicht immer zur Hand und man denkt sich oft so, boah, jetzt eine Lasagne, das wäre halt echt toll. Oder halt einfach mal Creme fraiche für eine Soße machen oder sowas ähnliches. Das hat man halt dann nicht. Aber man lernt dann halt solche kennen und ja, einfach nur zu empfehlen. Was auch noch ein großer Unterschied ist, es gibt in Korea meistens eine Variation, eine zum Beispiel bei jetzt Karotten oder bei Kartoffeln kann man eine dreckige Version kaufen, die etwas günstiger ist, oder eine vorgewaschene Version, die schon dann etwas teurer ist. Und ganz ehrlich, ich kaufe immer die dreckigen, weil ich kann sie auch selber waschen und schälen. Da habe ich jetzt keinen Schmerz deswegen. Aber auch das ist wirklich so ein Zeichen von der typischen koreanischen Bali-Bali-Struktur. So schnell, keine Zeit, Zeitersparnis. Ich muss jetzt alles Mögliche da an kompensieren, an Zeit kompensieren. Und somit gibt es dann wirklich viele Produkte, die man vorgewaschen kaufen kann. Das ist Lauch, Karotten, Kartoffeln, also auch etwas, was ich so in Deutschland noch gar nicht gesehen habe. Und kommen wir jetzt zum interessantesten Part, den Preisen. Und da zieht es einem echt den Schuh aus. Also das ist echt schwierig, weil koreanische Lebensmittel sind teuer. Deutsche Lebensmittelpreise sind in den letzten Tagen auch gestiegen, das habe ich schon mitbekommen. Ist aber nochmal ein krasser Unterschied, was es natürlich in Korea die Preise sind von gerade Obst und Gemüse. Ich zeige euch jetzt hier einfach mal ein paar Beispiele. Ich habe in Supermärkten jetzt so Alltagsgegenstände einfach mal jetzt rausgesucht und sie einfach jetzt mal vergleichsweise in eine Rewe-Shoppingliste eingetragen, dass ich die aktuellen Preise habe, weil meine letzten Kenntnisse waren von 2019, als ich das letzte Mal in Deutschland war. Da hat sich sicher jetzt einiges getan und deswegen einfach mal hier als Vergleich. Was natürlich am meisten auffällt, sind hier gerade im Obst- und Gemüsebereich, also wenn man vor allem in die Beeren gehen möchte. Also wenn ich jetzt eher Himbeeren haben möchte, sind sie gefühlt 500 Mal teurer als in Deutschland. Aber auch so normal wie ein Salatkopf oder ein Brokkoli ist schon extremst teurer. Oder auch halt dann Kartoffeln. Auch ganz beliebt sind Geschenkkörbe. Die gibt es da wirklich zu kaufen für unglaublich viel teures Geld. Und es sind halt einfach dann ganz spezielle Früchte, die einfach super schön aussehen. Und ja, so ein Früchtekorb kann dann um die 80, 90 Euro kosten. Was man natürlich auch nicht vergessen darf zu vergleichen, auch wenn es ein sehr kontroverses Thema ist, sind die Fleischpreise. Hier ist in Korea ist natürlich viel, viel höher der Fleischpreis als in Deutschland. Also Billigfleisch gibt es hier wirklich weniger. Wenn man hier Fleisch kaufen möchte, muss man wirklich tief in die Tasche greifen. Dadurch, dass wir wirklich nicht sehr viel Fleisch hier bei uns zu Hause essen, ist es jetzt auch nicht so der tragische, gewichtige Punkt.
Milch ist hier in Korea auch richtig teuer. Da es in Asien eine eher Laktoseunverträglichkeit gibt, sind die Milchprodukte hier in Korea meistens laktosefrei. Es steht nicht auf den Produkten drauf, aber man kann davon ausgehen, weil sonst hätten die alle hier keine Freude. Ich muss zugeben, bei Milch komme ich mir immer etwas amerikanisch vor. Aber ich habe mich auch schon daran gewöhnt. Eine Sache, die es auch sehr schwer ist, in Korea zu finden, ist Käse. Also man sieht jetzt hier, man hat eine riesen Käsetheke, aber das meiste daran besteht eigentlich wirklich nur aus Schalplettenkäse. Also diese ganz billige Käse, den man ja benutzt meistens für irgendwie Toast Hawaii oder sowas ähnliches, das gibt es hier in jeglicher Art und Weise. Und dafür aber auch richtig teuer. Richtig guten Emmentaler oder sowas kriegt man manchmal dann auch, aber da muss man tief in die Tasche greifen, wenn man es überhaupt findet. Jetzt umgekehrt in Deutschland sehr teuer ist und hier in Korea absolut nicht ins Gewicht fällt, weil es halt einfach der heiße geile Shit ist und vor allem einen Punkt hier in meinem letzten Video hatte, 5 Dinge, die es nur in Korea gibt und nicht in Deutschland. Und da gab es nämlich das Thema der Yakult Ladies und ja, Yakult, diese Joghurtdrinks sind hier in Korea einfach der geile Scheiß. Also sie lieben Joghurtdrinks. Sie mögen Joghurt nicht so gern. Sie haben's? Ja, Trios. Das ist meine Katze. Er möchte jetzt in den Waschraum. Nicht jetzt, Herr Trios. Nein. Ja, okay, komm. Also Joghurtdrinks, das ist der geile Scheiß und das ist in Korea vergleichsweise wirklich günstiger. Also in Deutschland sind so Yakult echt viel teurer und hier in Korea wesentlich günstiger in größeren Packen. Hallo, Sumang입니다. Super. 100 kg. Ja, das war jetzt mein kleiner Ausflug hier in einen koreanischen Supermarkt. Ich habe sicher noch einige Besonderheiten vergessen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten reinstellen. Ich bin über jeden Hinweis dankbar, weil für mich ist schon einiges vieles normal geworden und gar nicht gemerkt, so, oh, das ist ja ein Unterschied, das ist mir gar nicht aufgefallen. Deswegen einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ich tue mich gerne mit euch darüber unterhalten. Und jetzt sage ich mal danke für weitere Unterstützung. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.